Die Ausstellung von Olga Titus hier in der Kunsthalle Arbon ist eine Fotoausstellung. Sie war Anfang Jahr in Indien und hat dort speziell für diese Ausstellung Fotos erstellt. Sehr spezielle Fotos, die sie dann weiterverarbeitet hat zu Pappkameraden hier, zu Pappfiguren, aber auch zu ganz großen Fotos oder weiter animiert, auch zum Teil noch mit Audioinstallationen ergänzt. How to become an ideal artist. First chapter, rules and instructions. Welcome, dear listener. This is the first chapter of your personal development from a natural human to an uprising artist. Sie hat sich vor allem damit beschäftigt, was ist die ideale Künstlerin, was ist der ideale Künstler, was wird erwartet von der Gesellschaft von Künstler, was hat er für eine Stellung innerhalb der Gesellschaft, und sie hat sich dafür verschiedene Rollen ausgedacht, die sie dann eben fotografisch auch darstellt, auch indem sie ein großes Bild mit einem Hirn gemalt hat, wo wir halt reinschauen können und uns überlegen, was geht in dem Hirn einer Künstlerin so alles vor. Ihre Mutter ist Schweizerin, ihr Vater ist indischer Malaie, und sie hat natürlich auch sehr viele Beziehungen dadurch nach Indien. Und man sieht es auch in ihren Arbeiten, gewisse Wurzeln, die sie dort geschlagen hat. Die Sportlerin auf dem fliegenden Teppich. Ich finde es sehr schön, formal, farblich sehr schön, aber auch was es aussagt, dass eine Künstlerin oder auch ein Künstler wirklich auch fliegen können müssen, indem sie ihre Kreativität ausleben dürfen und ausleben sollen, indem sie auch etwas vom Boden abgehoben sein müssen, damit das wirklich auch was Neues, was Spezielles, Eigenständiges passieren kann.